now it's just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it. Thank you.
Huch. Willkommen. Buenos dias. Nobridien. Heute geht's mal wieder weiter mit Kingdom Come Deliverance. Aber bevor wir starten, mache ich mal einen Raffle auf. Einen Moment. Was haben wir denn hier Schönes? So was hier. So was da. Was denn noch? Speichern. Das wird ein Code. Hey, wake up. Ready choosen, welcome. Thanks for the follow. One second, I set up the code. This save. Start. And open prediction. Follower und Beta, yes, no, safe. No. Da machen wir noch so ein Free. Okay. Fucking Motion Blur. Okay. What I have in my inventory? Okay. Können wir ja noch ein bisschen schlafen, oder? Gut. Denn ich. Müssen wir noch warten, bis der wieder aufmacht. So, um 8 Uhr wird er aufhaben.
5NRHU. Okay. Der ist noch nicht offen. What? Erik, thanks for the 20 T-Fuel. Thank you, thank you. Guten Tag. Mach's gut. Der Händler hat kein Geld mehr. Oh oh. Hallo, Mr. Müller. Schön, dich zu sehen. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu... So sieht's aus. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzer... Aha. Können wir da bestimmt runterhandeln. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Endlich eine vernünftige Summe. Du hast das Buch bereits gelesen. Verdammt, Axt. Umsonst gekauft. Verdammter Dreck. Scammer, kaufst mir hier ein Buch, was ich schon habe. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hin. Willst du nicht zuerst die Grundlagen? Ich möchte die Grundlagen fetten. Gut. Vielleicht ein anderes Mal. Würdest du mir etwas übers... Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Dann viel Glück.
bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Taschendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Da wüsste ich die Zielperson oder ein Zeuge mit der Hand in der fremden Tasche, wird Alarm geschlagen und du wirst als Dieb verfolgt. Um jemanden erfolgreich zu bestehlen, musst du dich zuerst unbemerkt anschleichen, dann E gedrückt halten, um den Taschendiebstahl einzuleiten. Der erste Schritt ist das Herumwühlen in der Tasche, indem du E gedrückt hältst. Das ist nicht leicht, insbesondere wenn die Zielperson sich bewegt. Je länger du herumwühlen kannst, desto länger kannst du raussuchen, was du willst. Um dann zu stehlen, musst du die Mindestdauer des Herumwühlen überschreiten, da du dann erkennst, dass sich der Hintergrund der Rose von Rot zu Grün ändert. Okay. Wie viel Zeit dir für die zweite Phase des Taschendiebstahls bleibt, erkennst du anhand der Zahl in der Mitte der Anzeige. Behalte die Farbe der Anzeige gut im Auge. Ist sie hellgrün, wird sich dein Opfer nicht erwischen, wird sie auch dunkler und rot, steigt die Wahrscheinlichkeit, wo frischer Tat ertappt wirst. Ach Gott. Hier ist deine Hand in der Tasche von jemandem. Du musst die Samtbeute herausziehen. Der Ort, an dem du stiehlst. Hier ist der gewählte Gegenstand. Drück E, um zu sehen, was es ist. Drücke nochmal E, um ihnen zu stehlen. Bist du ein erfahrener Dieb, kannst du die Spezialisierung Gegenstandsexperte vollständig erlernen. Kannst du die Eigenschaften des Gegenstands im Inventar deines Opfers ersehen. Der Gegenstand, den du gerade gestohlen hast, die verbleibende Zeit, bevor du erwischt wirst, wie lange du herumwühlst, lege fest, wie viel Zeit dir da noch bleibt. Diese Zeit verlierst du, wenn du entscheidest, den besagten Gegenstand zu stehlen. Das hängt primär vom Gewicht des Gegenstands. Okay. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Okay. Ist es gut. Ach du Scheiße. Ich habe gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Okay. Über Diebstahl erlernt. Einti, willkommen.
How are you? Schenke haben wir entdeckt. Was ist das hier? Schneider? Ein Händler? Okay. Glück und Gesundheit. Was geht? Nein. Wir verkaufen. So, Aniknok, willkommen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Gut, gut. Denn zum nächsten Händler. Wo haben wir hier noch einen Händler? Ich glaube, den habe ich schon rausgenommen. Uschitzer wird bestimmt auch ein Händler sein. Laufen wir da mal hin. Hatten wir nicht einen Händler hier? Ist du ein Händler? Kommt her, frisch! Guten Tag, wie kann ich helfen? Gott behüte dich. Dieb. Gott sei mit dir. Selber.
verkaufen. Der hat ja richtig Geld. Erik, GG. Okay. Brauchen wir nicht. Hammer. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Fast. Endlich eine vernünftige Summe. Atsching. Falsche Richtung. Was haben wir hier? Das ist der Schreiberling hier. Guten Tag. Möge Gott über dich wachen.
Lesen, Stufe 7. Messer knacken. Okay. Lost Mindframe, welcome. Okay. Also der Lesebonus geht denn hoch, oder was? Wenn ich hier ein paar Bücher kaufe? Feilschneller. Bei 600 Groschen. Warum nicht? Feilschen mal ein bisschen. Aber 600? Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. So? In Ordnung. Das klingt doch gut. So. Setzen wir uns hin und lesen uns das erstmal durch. Was haben wir denn hier alles Schönes? Hoffen wir, das bringt alles was. Ich muss das nicht alles wirklich durchlesen. Habe ich bereits gelesen. Neue Stufe erreicht, lesen. Haben wir noch irgendwas? Partei, da gibt's einen Schatz. Aha. Stufe 8. Okay, muss ich noch mehr Bücher lesen. Mikabo, willkommen. Lebe wohl. And meine C-Top.
Allzu willkommen. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Klingt wie ein Wiesel. Fertigkeitsbuch über Agilität kann erst ab Stufe 5 gelesen werden. Egal, das kaufen wir uns. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Endlich! Eine vernünftige Summe. Katsching! GG, mein EC-Top. You won a quid? And I think you don't have the Charlie badge too. Kirche entdeckt. Okay. In die Richtung ist aber noch was. Ein Grab. Rechts. Hier so irgendwo. Haben wir hier noch verpasst. Ein Kramer. Okay. Hallo, Miss Kramer. Guten Tag. Können wir denn hier schön mit handeln? Waffen kauft sie nicht. Okay. Dann gucken wir uns mal weiter um hier in die Richtung. Da hinten gibt bestimmt auch noch was. Muss man erstmal alles entdecken.
Das ist ja eine nicht fertig gewordene Stadt. Oder was? Sollte das mal ein Dorf werden? Vielleicht geht es aber auch gar nicht mehr weiter da oben. Also drehen wir uns mal um. Laufen in die Richtung mal weiter. Vielleicht finden wir noch was. Da hinten brennt ein Feuer, da ist garantiert jemand. Da müssen wir aufpassen. Was entdeckt Lager? Im Mittelalter streiften marodierende Horden unterschiedlicher Größe das Land, darunter Waffenknechte, Briganten, Wachmänner und auch vagabundierende Einzelkämpfer. Haben wir ihn ausgeraubt? Hallo, Mr. Pintail. Waldgarten. Da sammeln wir noch ein bisschen was von. Wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen Brennnesseln mitnehmen. Salbei.
Wir haben da noch so ein Skinpack zu verlosen. If anyone wants it. Wäre. Okay. GG, Erik. Sehr. When nobody wants it, it's all yours. maybe fights. Maybe we see. Safe. Where are the dude? Nom 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 nom. Hier war some dude walking. No dude hier. Wenn ich weiter hineingehe, trinke ich vielleicht. Oh wait. Maybe we get a fight. You see, we had a fight. Take his head, no. I think I can't. Kill it a fisherman. It can only one fisherman. Interessanter Ort. What?
Let's see what we can also discover. No tanks in this world, no. It's way too early. In the timeline. I think in the next 200 or 500 years, no tanks appear in this world. Wenn's verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Gut. Okay. So the map is explored to the north. No other city. I wonder that I am not sick without shoes wandering in the rain. Still not sick. Yeah, but this game has beautiful graphics. And it was free a few weeks ago on Epic Store. Oh, eine Mühle. Nein, doch. Oh. Oh, thanks for the 30 tea fuel. Thank you, thank you. That's a yes.
Hier ist ein Müller. Ah. Maybe I can sell the stolen stuff. Hier. Hallo, Mr. Müller. Damn, it's night. Let's wait. Stand in the front of the door like a stranger. Only forward. Only forward. You can wait. Ahem. Was ist los mit dir? Yes, maybe. Hey, was willst du? Du hast hier nichts zu suchen. Das ist ein Problem. Kein Müller. What's up? Noch etwas? Das ist bestimmt so, Schätze. Yes, he is a magic man. But I think it's my presence. Explore the world a bit more.
Ist das ein wilderer Camp? Nee, ein umgestürzter Baum. Okay. Ist auch ein Baum. Maybe I should buy a horse. In the next few days. Oh dear. Alchemietisch steht hier. Wie geht's? Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Einverstanden. Hör gut zu. Gift. Ah. Gräser und Kräuter können erst ab Ahnschreitrank. Kamillensud, Katerbier. Rezept für Gift.
That sells all the stuff. And by Prinzip Konservierung. Lässt sich was am Preis machen? Mhm. Ist gut. Hm? Sind wir uns einig? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Katsching. New reading skills incoming. Okay. Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu bauen. Wenn du dafür benötigst, so Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, deine Alchemietische und die benötigten Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften der Kräuter und allen Rezepten, die du gelernt hast. Öffnest es mit E, blätterst mit Q. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch, halte im Rezept E gedrückt, um sämtliche nötige Zutaten direkt bereitzustellen. Okay. Die Schwierigkeit des Brauvorgangs variiert und jedes Rezept besteht aus unterschiedlich vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen der Trankbasis, die du auf dem Regal deiner Linken findest. Dann fügst du in den Kessel die Zutaten vom Board rechts hinzu. Sollte das Rezept erfordern, musst du die Zutaten mit Mörser und Stößel zermahlen. Du kannst dazu die Schale neben Mörser und Stößel benutzen. Okay, im nächsten Schritt ist die Mixtur je nach Rezept mit entsprechender Flamme zu brauen. Diese wird mit Hilfe des Blasebalgs reguliert.
Ja, manchmal genügt etwas bei niedriger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal im Dasebalg so lange benutzen, bis die Mixtur kocht, was du am Blubbern erkennen kannst. Mit Hilfe der Sanduhr sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Das Gebräu kann direkt vom Kessel in die Viole oder destilliert werden, gegossen oder destilliert werden. Die Abfolge des Rezepts muss präzise eingehalten werden, weichst du zu stark davon ab, ist der Trank unbrauchbar. Was bedeutet, dass du alle aufgewendeten Zutaten verlierst und den Brauprozess wiederholen musst? Okay. Hey, wake up! Raffaella, willkommen. Thanks for the follow. Ritterschnaps. Brennnessel und Tollkirsche. Okay. Muss ich mir später irgendwann mal brauen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Haben wir hier rechts von mir. Noch eine Lebensmittelvergiftung am Hals. Wenn ich dann überlagen 2 Kilo. Was ist das für ein Lager?
Nom nom nom. Okay, where to go? This direction. Let's try. Nothing to explore. Let's save. Okay. Ein Kühler. Okay.
mal gucken, was hier noch so gibt, wenn ich ausgeschlafen bin. Shang-Chi Han, willkommen. Hello, buenos dias. Was hältst du davon, wenn wir unsere Kräfte messen? Hey du, ich habe ein verlockendes Angebot für dich. Ein Söldner. Aua! Herrgott!
Wo läufst du hin? Es geht um Leben und Tod. Damn. Don't run away. Okay, let's see, it was coins. Event item, coins. GG. No mercy. Now I must sleep to recover health. Sind hier nee. Das ist ein Lager, okay, ja. Aber wo ist ach hier? Because you cannot sleep in the nature, you need a bed. Okay, I can't sleep anymore. Thank you.
Damn, the books have also a white. Damn, damn, damn. Okay. So where I can sell my stuff? Let's go to Rattay. Tod am Wegesrand. Da liegt ein Mensch. Wer hat die umgebracht? Wovon sprichst du? Ich habe gesehen, wie du sie bestohlen hast. Habe ich nicht. Ich habe untersucht, was passiert ist, damit ich es melden kann. Gut. Na schön. Du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Was zur Hölle meinst du damit? Ich höre mir das nicht länger an. Ich gehe in die Stadt und melde, dass du mich fälschlich beschuldigst.
Muss die Bücher loswerden. Bücher sind viel zu schwer. Let's change the code. Code was 4. Speichern, starten. Go. Open. Hallo, Mr. Müller. Ich habe hier gestohlene Sachen. Schön, dich zu sehen. Ich habe hier Dinge, die ihren... Aha. Mal sehen. Mach's gut. Durch kannst du haben. Ach, durch will ich nicht kaufen. Weg. Hau ab. Verkaufen wollen wir ja. So, Spalter. Das Ding kannst du haben. Arbeitsstiefel. Hat 35. Mehr gibt da nicht aus. Alter, ist doch mein Schwert. Dammtaxt. Klopfer verkaufen. Knüppel nein, vielleicht doch. Auch. Erik, thanks for the 50 T-Fuel. Thank you, thank you. And you can win a crate. Guess the number is open for our crate. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Endlich eine vernünftige Summe. Katsching.
schlafen wir uns erstmal gesund. Nomdo, willkommen. Greetings. So bin ich wieder geheilt. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen Platz, was zu schleppen. Rennen wir mal nach Scarlet. Ja, GG. Zeig, was du drauf hast. Das nennst du kämpfen? More than one enemy is not so funny, I think. Nette Männer reifen nicht an. Aha.
But let's see. What are the worthless? Dorfer Carsten, willkommen. Okay. Somebody need coins.
GG. Let's wait an hour. Oh, der hat so viele schöne, wertvolle Sachen bei. Jetzt bin ich aber überladen. Hm. Müssen wir ein bisschen was zurücklegen. Okay. Müssen wir das Zeug bloß noch irgendwo loswerden. Hier nach links gehe. Kommen wir denn raus? Hinten ist auch noch ein Dorf. Hast ein Nest entdeckt. Hier ist bestimmt schon alles geplündert worden.
7 Groschen. Yeah, nehmen wir. Das ist bloß ein Stall, ne? Jupp. Nur ein Stall. Da! Okay. Was ist das für ein Dorf? Check into, willkommen. Nothing. Great. Okay, looks like it's empty. Mhm.
On this side, we have also a village. Let's look. Entdeckt Höhle. Ende. Okay. Da ist eine weitere Höhle, okay. Gucken wir uns auch mal an. Going deeper and deeper. Aha, okay. Okay. Let's see.
Oh, ein Chest. Zu kompliziert, na toll. No. Okay. I love exploring the open world.
Du hast entdeckt Lager. Wie viel Hunger habe ich eigentlich? Zeit 74. Alles wegfressen. Nom nom nom. Da ist noch ein Lager. Was ist hier los? Das Lagerleben ist kein Zucker. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Alarm! Das wird ein... Oh. Hey! Oh oh. Oh oh. Damn. Cheat. GG, Jack and Do. Last safe is long time ago. My Google Exploring Trip was useless. Thank you.
ist das? Hey, wer ist da? Hallo. Von hier kommt man nicht rein, ne? Ist auch zu alles. Ja. Schade. Lauf! Schleichen uns erstmal an.
schleppen wir unsere Beute erstmal weg. Machen wir noch eine Verlosung für Coins. Coins for free, Coins for free. Okay, Jacinto. GG. First try. See, can we find that trader? Grammar. Mehr gibt's hier nicht. Können wir nicht miteinander reden? Hallo?
Na, warte mal. Ich will nur ein Pferd kaufen. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen um, damit du nicht die Katze im Sack kaufst. Gott behüte dich. Hm. Okay. (37) 260 (8) 430. (110) (450) Ausdauer. (90) Ausdauer. (150) Ausdauer. Also bis jetzt ist das am besten. (168) Ladekapazität. (144) 172. 30. Rennst du noch hin und her oder was? Gender. Bis jetzt wollen wir Gender haben. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Mhm. Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell, treu. Ein Schlachtross. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. 3,3k? Vielleicht ein anderes? Gute Wahl. Eine der schlauesten unserer Stuten und schnell wie der Wind. Man könnte meinen, schneller als die Zeit. 2,1k. Dieses Biest beißt, tritt und gehorcht nicht. Den bin ich mit Freuden los. 2,2k. Uff. Ein hübsches Tier, aber etwas störrisch. Ich hab sie von einem... Er meinte, er hätte nun ein Weib und fürchtet, sie würde Plötze ausstopfen lassen. Die Polen sind... Zufrieden? So kriegst du mich nicht rum. Nein, danke. Vielleicht ein anderes? Die sind aber teuer. Ich muss darüber nachdenken. Geld hat er ja auch keins mehr. Na toll. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht?
Zufrieden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. In Ordnung. Was ist das eigentlich, stehlen? Verdammt. Okay, last mindframe. If you want something, we can do a crate. Gott sei mit dir. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. 20,5. Ruf ihm erstmal die Dietrich ab. Schatzkarte können wir auch noch nehmen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Ist das genug? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Endlich eine vernünftige Summe. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Dann hat er ja jetzt ein bisschen was, dann kann ich ihm ein paar Sachen verkaufen. Können wir ihm noch verkaufen? Nehmen wir die 85 wieder raus. Die Kettenhaube, nee, das Kettenhaube nehmen wir wieder raus. Sagen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. So. Dann geben wir der geben wir der Herrin mal den Wein. Da sitzt sie. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar.
Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Sagen wir so, als ich beim Händler eintraf, fing die ganze Arbeit erst an. Doch du hast sie bewerkstelligt. Vielen Dank, Heinrich. Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Röst. Okay. Let him sing. We have a great... Betty Chusen, welcome. Yes, the number was a great... GG. Naja, ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Verzeih, aber könntest du mir noch einmal sagen, was... Hole folgende Dinge für mich ab. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Wie stellen die sich das vor? Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich Sasau. Wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Habe ich Sasau überhaupt schon entdeckt? Ich glaube, ich habe Sasau noch gar nicht entdeckt. Ich habe bloß Rattai. Dann erstmal hier hinreisen. Oh, ist ja schon dunkel. Haben wir hier irgendwo einen Händler? Da ist ein Händler. Aber der hat bestimmt zu. Der Schneider. Guten Tag, wie kann ich helfen? Gott behüt dich. Kann ich dem gar nicht verkaufen? Na toll. Kaufe ich die Ritterschnäpse. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Ruhe und Frieden sind dieser Tage ein Segen. Hast du ein Bett für die Nacht?
Ja, hier ist noch was frei. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Kein Problem. Aber du zahlst im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Wo kann ich schlafen? Das ist leicht. Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Super. Alles Gute. Eine Schlafkammer. So. Dann haben wir nämlich noch ein Buch. Können wir noch schnell lesen. Yeah, du hast verbessern Reiten. Oh, können wir schlafen. Ach, du reicht hoch. Našel jsem si dívča, našel jsem si dívča, ženit se budu. What? Kann ich hier was essen? Ich habe gar keinen Krug. Gott sei mit dir. Tun wir erstmal was essen. Alle Energie runter. Datei 7, Datei 17, Datei 6. Essen wir ein bisschen Brot. Habe ich jetzt gar nicht meine Waffe mit? Oh nee.
Verdammt. Das ist ein Schneider. Das hier der Händler. Beste Grüße. Hundert hat er. Gut. Gut, gut. Sich was am Preis machen? Warum nicht? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ring, 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 ring. Habe ich erstmal ein bisschen Kohle wieder. So verkaufe ich den Rest. Keine richtige Stadt, das ist bloß eine Mühle. Erforschen wir erstmal die Sachen hier. Warte zu. Das ist ein Viehhändler oder was? Ach, ein Metzger. Bäcker. Okay, hier unten ist noch einer. Eine Mühle. Ist das hier ein Müller? Da hebt ein Müller. Dann kann ich mit dir nicht reden. Gibt's ja gar nicht. Ist der Pilger? Ich kann nicht weiter. Was ist passiert? Der Bauer hat mich und die Kleine vor die Tür gesetzt, der Hundsfott. Er hat sie gezeugt und uns rausgeworfen, dass seine Alte ihm nicht die Augen auskratzt. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig Milde, guter Herr. Ich würde den Kindern gern mehr zu essen bringen als Eicheln. Hast du nichts für mich, Herr? Essen? Ich schau mal. Wie
Wie wäre es hiermit? Danke dir, Herr. Tausend Dank. Null Problemo. Muss man so mal ein paar Sachen verkaufen, damit ich mal ein bisschen zu Geld komme. Oh, da komme ich nicht durch. Hey, Mr. Müller, hast du ein bisschen Geld für mich? Gott sei mit dir. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Aha. Möge Gott mit dir sein. Kaufst du nicht? Verdammt. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Easy. Jetzt habe ich noch so viele andere Sachen. Oder? Rüstung haben wir nicht mehr. Gut. Wir uns voll fressen. Schlafen und speichern. Mehr als 8 Stunden geht nicht. Wir schlafen bei 1 Stunde. Haben wir noch was vom Tag? Okay. Holen wir noch mal ein bisschen Beute. Ich und deine hässliche Presse kenne ich doch! So ein Blöckchen kann ich...
Die haben wohl gerade zu tun. Warten wir mal 2 Stunden. Dann sind die bestimmt weggegangen. Stehen die immer noch da rum? Verdammte Axt.
ja immer noch da. Nein. Ist der immer noch da? Er steht immer noch da. Versuchen wir uns mal auszuschleichen. Okay, wir sind schon mal raus. Unser Müller hier unten, der hat noch einen Haufen Kohle. Da werden wir mal hin.
Okay. Kann ich immer noch ein paar Stunden schlafen, bis der Müller denn hochsteht? Sagen wir bis 8. Nicht am Arbeiten, doch. Ist der Müller schon auf. Gott schütze dich. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Aha. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Okay. GG, Erik. Partei über den Fluss. Hier so über den Fluss. Okay. Gucke ich eigentlich drauf zu.
Hier irgendwo müssen wir mal lang. Da brauche ich bestimmt eine Schaufel für. Über den Fluss bis zu einem Haus. Da ist noch ein Fluss. Wir gucken erstmal, wo das hier hinführt. Teierwälder. Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Welche Richtung? One Direction. What is this? Was entdeckt Grab? Okay. War aber jetzt nicht der Schatz, oder? Warte mal, Tai und dann dieses Haus oder dieses Haus? Werden wir mal angucken. Über den Fluss. Da ist wohl noch ein See neben so einem Haus, okay. Das Kartenende.
Okay. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Ah ja. Beste Grüße. Den kann ich auch bloß dasselbe fragen. Laufen da mal kurz hin. Das ist die Mühle. Aber hier ist der Teich, genau. Hier geht ein Fluss lang. Dem folgen wir mal dem Fluss. Fluss.
dann so parallel zum Fluss irgendwie. Okay, da muss ein Weg sein. Das hier der Weg? Könnte da sein, aber der führt dann wieder zum Fluss, ne? Hier noch einen Weg hoch irgendwie. Nicht wirklich, ne? Verdammte Axt. Das Schloss ist so kompliziert, das kann ich nicht. Okay. Es entdeckt einen Waldgarten, okay. Ich guck noch mal. Die Schatzkarte. Das ist ein Waldgarten, okay. Könnte man so verstehen. Aber nicht auf den richtigen Weg. Irgendwie. Weit weg von zu Hause. Ich kehre besser um, bevor Herr Ratz sich einen Suchtrupp entsendet. Gucken Sie die Schatzkarte nochmal. Aua. Hier ist der Fluss.
Also muss es vom Fluss in diese Richtung sein. Muss diese Hütte sein. Wo? Verliere ich hier Gesundheit? Verdammt, finde ich jetzt so schnell nicht. Muss ich mir irgendwann noch mal angucken. Schmeißen wir uns erstmal hin und pennen uns wieder gesund. Okay, Spiel gespeichert. I think that's it for today. Let me close the affair. Code 3. Close prediction code 3. And we have not
Good luck, everyone. Congrats, congrats, congrats. I'll be here tomorrow. Thanks for watching. Thanks for follows and donations. Bye bye, arrivederci. Tschüss, auf Wiedersehen. Dort wieder, ja.